Hier!
Jill. Tut mir leid, dass ich störe. Tut ihr nicht. Ihr habt gebetet. Zu meinen Vorfahren. Damit sie mir vergeben, was ich jetzt tun muss. Was sagen sie? Ich kann sie nicht hören. Vielleicht schweigen eure Vorfahren, weil sie nicht tun können, was ihr tun müsst. Ich weiß, wo meine Schwester ist. Im alten Fort des Kikuchi-Clans. Ihr seid bereit? Ich habe keinen Weihrauch mehr übrig. Und auch keine Gebete. Zum Kikuchi-Anwesen geht es hier lang. Wie habt ihr eure Schwester gefunden? Sie war mit einem Ikeda verheiratet, der für Kikuchi arbeitete. Die Clanfestung ist in der Nähe, am Fuß des Bergs. Sie wollte schon immer ein Haus, eigene Besitztümer. Und als Kikuchis Leute bei Komoda fielen, versuchte sie natürlich, Kikuchis Besitz an sich zu reißen. Nachdem sie an eurem Jahr gescheitert war. Ich habe mich umgehört. Offenbar ist ein neuer Clan eingezogen. Ihr Wappen ist das auf den Nachrichten. Dann ist sie es. Sie hat wohl eine Zuflucht für Flüchtlinge eingerichtet. Offenbar weiß sie, wie es ist, sein Zuhause zu verlieren. Meint ihr, das stimmt? Das werden wir herausfinden. Warum behauptet sie, ihr Zuhause verloren zu haben? Sie musste fort, als sie Ikeda heiratete. Ihr sagtet, Ikeda war ein Arbeiter. Ja. Aber ihr seid die Jüngere. Warum habt ihr einen Samurai geheiratet? Als wir klein waren, griffen Banditen unser Haus an. Hane versteckte sich mit den Eltern. Ich ergriff ein Schwert. Erst als ich die Banditen erledigt hatte, eilte ein Samurai-Trupp zu Hilfe. Adachi führte ihn an. Hane sah in ihm eine Aufstiegsmöglichkeit. Aber er hatte nur Augen für mich. Dann war es Eifersucht. Die Wurzel so manchen Verrats. Ich wollte ihren Herzschmerz lindern. Also half ich bei der Planung ihrer Ehe mit Ikeda und sie ging nach Norden. Kanntet ihr den Mann, zu dem ihr eure Schwester schicktet? Ikeda war ein respektierter Witwer. Sein großes Herz wurde bewundert. Eine solche Maske fällt hinter geschlossenen Türen schnell. Worauf wollt ihr hinaus, Jin? Ich möchte verstehen, warum sie euch nach all den Jahren noch so verzweifelt zerstören möchte. Ihr müsst nur eine Sache verstehen. Hana hat meine Familie ermordet. Und heute wird sie dafür büßen. Gab es je Vorzeichen ihres Verrats? Wir standen uns nie nahe, aber wir waren stets herzlich zueinander. Ich traf sie bei Fürst Shimuras Konklaven. Wir tauschten Höflichkeiten aus. Ich ahnte nicht, welchen Hass sie im Herzen trug. Aber sie war in eurem Haus, am Tag des Angriffs. Sie kam am Morgen, um mit mir auf Kunde aus Komoda zu warten. Wir machten uns Sorgen um unsere Männer. Es war das erste Mal, dass ich mich ihr wirklich nahe fühlte. Sie lernte meine Enkel kennen, brachte Geschenke. Sie liebten sie. Jetzt weiß ich, sie suchte keinen Trost. Sie wollte uns sterben sehen. Die Frauen eurer Familie kämpften. Das habe ich selbst gesehen. Ich blieb bei den Frauen meiner Söhne. Während Hana mit den Kindern zu den Ställen lief. Später fand ich, was ich für ihre Leiche hielt. Das Gesicht war entstellt, nicht mehr zu erkennen.
Aber die Goldschärpe war Hanas. Ich beerdigte sie mit meiner Familie. Sie erfuhr sicher, dass sie überlebt hat. Täuschte deshalb ihren Tod vor. Ein schlauer Plan. Dass ich überlebte, war ihr schlimmster Fehler. Wir sind fast da. Lass die Pferde hier. Wir gehen zu Fuß. Wachen am Tor. Bereit machen. Wenn das hier eine Zuflucht ist, wissen wir nicht, was uns erwartet. Hol den Hörner! Mäht sie nieder! Hilft mir beim Tor! Schnell, bevor noch mehr Wachen kommen! Sie hilft also den Menschen. Hana hilft niemandem außer sich selbst. Fürstin Hana, zeig dich! Tötet sie! Wo ist sie? Verstärkung! Gib sie einer Mörderin! Stellt! Stellt euch mir, Feigling! Wie viele sind das? Egal, tötet sie alle! Es reicht mir! Tötet sie! Bringen wir es hinter uns! Wo ist Fürstin Hana? Im Anwesen auf dem Hügel, mein Herr. Sag dem Feigling, ihre Schwester ist hier. Was werdet ihr tun, wenn ihr sie seht? Das, was sie mir angetan hat. Sie ist noch immer Familie. Meine Familie ist tot. Sie ist nichts als eine Mörderin. Kleine Schwester. Ich sollte glauben, ich hätte dich beerdigt. Wer war es wirklich? Eine Bauersfrau. Die Mongolen hatten sie getötet. Hast du um mich geweint? Du hast mir alles genommen. Töchter und Enkelkinder. Nicht annähernd genug. Die Mongolen brachten mich um Adachis Tod. Und du bist deinem entkommen. Doch endlich werde ich alles bekommen. Tötet sie! Nehmt ihr Hana, ich übernehme die. Danke.
Masako. Kinder. Meiner Enkelkinder. Meiner gesamten Familie. Ein geringer Preis für das, was du getan hast. Ich habe nichts getan. Du nahmst dir alles. Vertriebst mich aus unserem Haus. Nahmst dir das Leben, das mir zustand. Ließest mich mit diesem brutalen Säufer in dieser Eishöhle zurück. Du müsstest auf ewig Schmerzen leiden, um zu verstehen, was ich durchgemacht habe. Was du mir aufgezwungen hast. Nichts davon ist meine Schuld. Oh doch! Und du wagst es abzustreiten. Du willst mich töten? Na dann tu es, als deine einzige gute Tat. Ich kann dein Leid nicht beenden. Doch du schon. Jetzt hast du nichts mehr! Ich habe die meinen nie betrauert. Ich habe versucht, sie zu ehren. Die Erinnerungen zu schätzen und zu wahren. Doch sie verschlingt sie. Noch immer. Ich habe nichts mehr. Nein. Ihr habt erreicht, was ihr erreichen wolltet. Ihr habt eure Familie geehrt. Für Recht gesorgt. Jetzt findet euren Frieden. Dieser Weg. Führt nicht zum Frieden. Wohin denn dann? Ich weiß es nicht. Ich muss ihm weiter folgen, bis ich es herausfinde. Ich will nicht, dass ihr geht. Ich muss. Aber ich werde da sein, wenn ihr mich braucht.
Ich will keinen Ärger. Warum rennt er weg? Oh, verzeiht, mein Herr. Ich habe euch nicht gesehen. Ihr habt mich gesehen und seid weggelaufen. Ich dachte, ihr seid ein Bandit. Wenn euch Banditen Ärger bereiten, kann ich euch helfen. Sagt das unserem Oberhaupt Zota. Bitte, mein Herr, sprecht mit Zota, dem Färbermeister. Ich suche nach dem Anführer, Zota. Ihr seid der Samurai, den sie den Geist nennen. Und doch fliehen die Euren vor mir. Warum? Ein Fremder könnte alles sein. Mongole, Bandit. Wenn sie euch ausplündern, kann ich helfen. Bemüht euch nicht. Wir bekommen das alleine hin. Ihr lehnt meine Hilfe ab? Unsere Feinde sind Krankheit und Hunger. Nicht durch Klingen heilbar. Wie ihr wünscht, Zota. Hier stimmt was nicht. Ich sehe mich mal um. Hier drüben. Hier lang, mein Herr. Aber lasst etwas Abstand. Was wollt ihr? Bitte, kommt mit mir. Geheimnisvoll. Ich kenne diese Leute nicht, mein Herr. Sie sollten uns besser nicht zusammen sehen. Sie verbergen etwas. Sie meiden diesen Ort, als wäre er verflucht. Aber ich sah, wie dieser Zota hier vor einigen Nächten herumschlich. Ihr seid mutig, das zu sagen. Versteckt euch und seid vorsichtig. Was verstecken diese Leute? Kleidungsfetzen von Frauen. Blutige Handabdrücke. Kratzspuren. Hier waren Menschen eingesperrt. Sie wollten verzweifelt entkommen.
Leiche. Ertrunken. Hier wurde etwas oder jemand aufgehängt. Was geht hier vor sich? Der Boden ist zu gefroren für Gräber. Laut Sota starben die meisten an Krankheit. Alles Männer, durch Waffen getötet. Eine große Gruppe hat die Stadt verlassen. Jemand hat Bewohner getötet, ein paar am Leben gelassen. Den Rest entführt. Finden wir raus, wohin. Sie sind dort lang. Was ist das da vorn? Vielleicht haben sie im Gehöft Halt gemacht. Da sind sie. Hoffentlich leben die Entführten noch. Oh!
Hilfe! Es ist vorbei. Ich bringe euch zurück nach Hause. Wir gehen nie wieder zurück. Die Männer von Sago überlebten, weil sie uns diesen Monstern gaben. Aber viele von ihnen sind tot. Diejenigen, die uns helfen wollten. Wir können uns hier niederlassen, mein Herr. Doch nur ihr könnt für Gerechtigkeit sorgen. Die werdet ihr bekommen. Ich kümmere mich um die Männer von Sago. Bewohner von Sago, ich bin Fürst Sakai. Verschwindet, sofort! Wie kann ich helfen, mein Herr? Ihr habt gelogen, Sota. Was meint ihr denn? Die Frauen von Sago sind frei. Was hätten wir tun sollen? Wir sind keine Kämpfer. Nein, ihr seid Schweine. Allesamt. Verschont sie, mein Herr. Es war mein Plan. Ich habe sie dazu genötigt. Wie ihr wollt, Sota. Lasst mich gehen. Ich verrate nichts, versprochen. Sota! Der Rest von euch. Verlasst Sago. Kehrt ihr zurück. Ergeht es euch wie Sota. Geht! Ah, tut mir leid! Tut mir leid! Wir können nichts dafür! Mein Herr. Was ist hier passiert? Die entführten Dorfbewohner sind jetzt frei. Sie sind in einem Gehöft untergebracht. Geht zu ihnen. Überall ist es besser als hier.